Kundenmappen. Alles eigentlich in bester Ordnung, muss ich sagen. Was will ich fragen? Ich habe immer viele Fragen und dann rufe ich an und dann sind die auf einmal wieder weg. Nein. Ja, erstens habe ich dich heute Morgen schon mal geschrieben, ne, wegen dem Lied. Das war wirklich, naja, gut, dann wiederhole ich mich, sehr interessant. Habe ich das richtig so gedacht, dass das nicht nur auf dieser vertikalen Beziehung zutrifft, sondern auch in meinem Fall auf der horizontalen? Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste Moment und der wichtigste, den es gibt. Der taucht nämlich auf, weil er dir was sagen soll. Das kann man immer wieder bloß wiederholen. Es gibt keine Zufälle im klassischen Sinne. Das, was dir zufällt, was jetzt kommt, ist es wert, dass man es genauer betrachtet. Wobei du da keine Zeit dazu hast, weil mit deinem Denken zerstörst du ja den Moment schon wieder und es kommt der nächste Moment. Dieser ständige Wechsel. Und all die Probleme, die der Mensch hat, kommen durch das unbewusste raumzeitliche Denken. Es ist die große Erkenntnis, was ist. Das heißt, alles, was in dir einen Anfang nehmen kann, nur hier und jetzt einen Anfang nehmen, indem diese Gedankenwelle in dir auftaucht. Das heißt eigentlich, die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, beginnt jetzt. Und die existiert nur, solange du sie denkst. Das ist eine Information, die du anschaust. Und du solltest dir die Frage stellen, was ist da verdammt in mir drin, dass ich so hartnäckig festhalte an diesem längst überholten Konzept. Ich sage immer wieder besseren Wissens. Ich sage immer wieder, dein Leben wird wesentlich einfacher zu leben, wenn du begreifst, dass was ausgedacht ist, nie überleben kann. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört das, was du jetzt denkst. Es ist die Gnade, die sich ständig umformt, ein ständiges Kommen und Gehen. Jede neue Form, die dein Geist annimmt, zerstört die bestehende Form. Und was wird da eigentlich zerstört? Eine Illusion. Und wenn man dieses Loslassen bei Zeiten zu verstehen beginnt, hat man keine Verlustängste mehr. Ja, ich Das habe. natürlich der nächste Schritt ist, der ist ganz, ganz wichtig. Diese alte Geschichte mit der Stufe, die vier Stufen der Vergessenheit. Wir können das ganz einfach folgendermaßen ausdrücken, dass selbst, und ich gehe jetzt immer auf deine gewohnte Denklogik, selbst mit deiner materialistischen Logik, der Materialismus schreibt dir vor, dass du Geist erst was zu sehen bekommst, wenn es eine Information in deinem Gehirn ist. Und das gilt für sinnliche Wahrnehmungen genauso wie für reine feinstoffliche Gedanken, wo dir bewusst ist, das denke ich jetzt nur. Beides sind deine Informationen. Und das Einzige, was du dir immerwährend bewusst machen musst, und das ist jetzt ein Bewusstsein, das du nicht denken kannst, weil das auf einer tieferen Ebene installiert werden muss. Weil wenn du wieder dran denkst, ist es schon wieder an der Oberfläche. Denk mal an diese geistigen Schichten, unser Bücherregal, unser Buch, unsere Seite, die Zeile, das Wort und die einseitige Interpretation des Wortes. Wenn du Worte nacheinander, und jetzt kommt schon dieses Nacheinander, jedes Wort denkst du jetzt, wenn du ein Buch liest. Jede Zeile, die du anschaust, wenn du die ganze Zeile anschaust, schaust du jetzt an, bis du dich wieder auf ein Wort fokussierst. Ist dann jetzt eine Gestalt annimmt, je nach deiner Interpretation. Dass diese Schichten, wenn ich sage, du musst dir das fest installiert haben, dass sinnliche Wahrnehmungen genauso Informationen sind wie feinstoffliche Gedanken und dass von da außen nichts kommt. Du weißt, wenn ich immer wieder sage, halte, ganz einfaches zweite Gebot. Und da wird dir jetzt immer mehr klar, der Fehler in den Menschen, die in deinem Traum auftauchen, die du dir ausdenkst. Und immer, auch jetzt wieder, du bist ein träumender Geist, du kannst dir nicht raussuchen, was du rausdenkst. Was du aus dir herausdenkst, passiert ganz einfach. Die Reaktionen auf die Bilder, die du zu sehen bekommst, die passieren ganz einfach. Du musst dich über dieses System erheben. Das ist ja immer in der ganzen klassischen Meditationsphilosophie, spricht man immer von dem Beobachter. Aber wir haben jetzt dasselbe Problem, wo man bei Descartes mit dem Geist. Du musst nochmal einen Schritt weitergehen. Der Beobachter, den du dir jetzt bewusst ausdenkst, der seine Gedanken beobachtet, ist auch ein Gedanke. Das ist dieser Doppelschritt, wie ich das immer nenne, in einem Bereich, der nicht mehr denkbar ist. Und dann kommst du
an dem Punkt, wo du deine eigene Ewigkeit erkennst, deine eigene Unzerstörbarkeit erkennst als Geist, darum sage ich, eine ausgedachte Seele überlebt genauso wenig wie ein ausgedachter Körper. Mhm. Dein Körper existiert nur, wenn er von dir gedacht, wenn er von dir wahrgenommen wird, und dasselbe gilt für eine ausgedachte Seele und auch für einen ausgedachten Geist oder für einen ausgedachten Gott. Das sind Gedankenwellen. Und darum haben wir ja dieses Rot-Blau-Schreiben eingeführt, dass ich sage, dass wir jetzt bewusst uns was ausdenken, die 200 Gramm rote Gnede, die an und für sich nicht denkbar ist, weil sie ewig ist. Und die Substanz, da haben wir jetzt auch wieder die zwei Schreibmöglichkeiten, das ist ja ganz interessant, schau dir mal das Wort Substanz an, ich mache das einmal ganz blau. Eine ausgedachte Substanz ist eine raumzeitlich aufgespannte Polarität, SUB, Sub. Mhm. Das ist jetzt im Griechischen die Grundlage, dass du überhaupt was siehst, es muss eine Gedankenwelle sich aufspannen. Sub, und das ist ein S-Tanz, ein raumzeitlicher Tanz, ein ständiges Kommen und Gehen. Das ist eine ausgedachte Substanz. Der rote Bereich dazu sieht natürlich ganz anders aus. Das ist nämlich Bewusstsein, ist die Verbindung dieser Polarität. Mhm. SUB rot geschrieben, die Verbindung dieser Polarität. Und das ist natürlich das Verrückte an Holofeeling, wo ich sage, es überragt dieses reine Sprachsystem der Fahrersprache. Mhm. Weil es wirklich ein Universalschlüssel ist für alles, was du anfasst. Gilt für alle Sprachen, kenn deine Welt nicht, ist vollkommen neu. Muss man zuerst auch noch gar nicht wissen, jetzt als Geistesfunke, wie ich das nenne. Es ist immer wieder dieses Spiel, der Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht, ist kein Gedanke. Das heißt, es ist nicht der Matten, den du Geist dir ausdenkst, es ist nicht der Sprecher, der Udo, den du dir ausdenkst, und es ist auch nicht der Mensch, der sich jetzt diese Aufnahme anhört, der vor dem Computer sitzt. Mhm. Das kann es nicht sein. Jetzt pass auf, wenn du ein bisschen immer eine Doppelstufe hochgehst. Ich mache jetzt einmal normal, logisch für dich gesprochen. Wir gehen nochmal davon aus, du bist der Matten, du telefonierst mit jemandem. Mhm. Jetzt mach einmal wirklich eine Beobachtung von dir selber. Und das Erste, was dir als Beobachter von Matten bewusst war, dass dem Matten gar nicht bewusst ist, dass sie sich jetzt in der realen Welt, hier und jetzt, die natürlich nur existiert, wenn sie gedacht wird, dass er sich mit einem Telefonhörer unterhält. Das ist das Einzige, was jetzt real ist. Der Mensch, mit dem du dich unterhältst, das ist schon ein Gedanke in deinem Kopf, den du dir ausdenkst, irgendwo anders hindenkst. Mhm. Und genau dasselbe ist jetzt, wenn ich mal als Udo in Erscheinung trete, wenn ich zu dir spreche, als IUB. IUB ist nicht dieser Mensch, betrachte den Menschen als Telefonhörer. Mhm. So wie du einen Telefonhörer brauchst, um mit irgendeinem von dir ausgedachten Menschen, den du dir woanders hindenkst, zu kommunizieren, benötigst du mich, um mit deinen eigenen Hörern selbst zu kommunizieren. Jetzt, wenn du unbewusst bist. Wenn du Bewusstsein, wenn das in dir wächst, was du merkst, das sind sowieso bloß Selbstgespräche. Das ist dieses eigenartige Gefühl, dass die Antworten immer aus dir selbst kommen. Du wirst feststellen, es gibt keine Frage, die du stellst, wo du dir nicht selber beantworten könntest. Mhm. Ja, das ist das Komische, das hast du jetzt mittlerweile gemerkt. Ne? Ich habe immer diese Detailfragen bezüglich der Sprache. Ich spreche das mal ganz an. Ich habe zum Beispiel den Gratulus-Dialog gelesen und ich habe mir dann aus Wikipedia diesen Auszug nochmal geholt und die für mich wichtige Stellen nochmal eingefärbt, Moment, und dann habe ich für mich selber, bin ich vor einiger Zeit wieder drauf gestoßen, eine Stelle aus den Ohrenbarungen. Und ich lese mal kurz was vor und dann formuliere ich mal meine Frage. Mal gucken, wo steht es jetzt hier? Da geht es um das Wort Nebel. Und ursprachlich bedeutet Nebel dann die Existenz polaren Lichtes, die hebräische Radix Lamed. Nun Bet Lamed bedeutet als... Blau geschrieben, immer dazu sagen und bevor ich will dich jetzt nicht so auch unterbrechen, was jetzt ganz wichtig ist, jegliche Form von Auslegung, die du hast, du kannst jetzt das da mal rot setzen, nur rot oder nur blau und du kannst es natürlich mischen. Auch mischen. Ja. Okay, und das ist mit allen Worten, die du hast, wenn du was liest, wenn du zum Beispiel, wir können dann machen mal das fertig und nachher zeige ich dir mal was. Okay, da muss ich nochmal betonen, es eigentlich diese Symboldeutung, darauf beziehen sich nicht meine Frage, aber es handelt sich um Folgendes.
Was hat jetzt die ursprachliche Deutung dieses Wortes Nebel, was dann die Existenz polaren Lichtes, was hat dieser Satz oder dieser Begriff, die Existenz polaren Lichtes, zu tun mit dasjenige, was ich in meiner blauen Welt als Nebel wahrnehme? Und da habe ich heute Morgen gedacht... Das ist ganz einfach, pass auf, gehen wir da gleich einmal drauf ein. Du musst das mal als Grundbasis für dieses Denksystem nehmen wir als Metapher... Den Geist symbolisiert als rotes Meer. Mhm. Und das, was aus diesem Geist, das ist, können wir auch Energie setzen, diese Energie ist in keinster Weise denkbar oder wahrnehmbar, weil die immer ist, weil die ewig ist und weil die unendlich ist. Und alles, was unendlich ist, ist auch nichts. Das gehört untrennbar zusammen, das habe ich zigfach erklärt. Und aus dieser Energie löst sich jetzt ein Unterschied. Mhm. Und der Unterschied ist diese Polarität, das BL. Ja. Wenn du jetzt dieses polare Licht, das B als Vorsilbe gelesen, kann man auch im Licht lesen. Okay? Ja. Das Rot machen heißt es im Licht. Mhm. Wir bleiben jetzt einmal ganz blau, es ist ein polares Licht, es ist schlichtweg und einfach dieses L-Ich. Ja. Das ist dieses ausgedachte Ich. Das ist eigentlich in einem gewissen Maß das Licht deines Verstandes. Mhm. Es kann nur mit Polaritäten funktionieren, es ist digital. Denk einfach jetzt einmal 1 und 0. Mhm. Sonst ist nichts da, weil an weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier kannst du nicht sehen, du brauchst einen Unterschied. Jetzt habe ich da natürlich sehr vielfältig, ich bin da sehr ins Detail gegangen in den ganzen Offenbarungswelten. Ich habe eine kleine Metapher, wenn einer eine Schwierigkeit hat an der Oberfläche, weil wir brauchen ja schon, um eine Welle uns zu denken, müssen wir unterscheiden zwischen dem Wasser selber und dem Himmel. Wir brauchen ja einen Luftraum drüber, dass wir eine Welle aufbauen können. Mhm. Und da habe ich die einfache Metapher, dass ich sage, du denkst, es gibt nur Geist, es gibt nur Wasser und Wasser hat ja die Fähigkeit, den Aggregatzustand zu verändern. Mhm. Wo ich das Beispiel sage, du denkst jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel hier einen kleinen Bereich, plötzlich erstarrt ein Gedanke. Das ist zu Form werden, ist ja im Hebräischen die Radix ZR. Mhm. ZR jetzt die Geburt einer Berechnung. Diese Radix ZR, Zade Resh im Hebräischen, ist Formwerdung. Mhm. Und du denkst jetzt, dass in dem Wasser, das Wasser in einem kleinen Bereich den Aggregatzustand in sich selber verändert, es erstarrt zu einem kleinen Eiswürfelfisch. Ja. Dann haben wir einen Unterschied in dem Wasser durch die Veränderung des Aggregatzustands an einer gewissen Stelle. Obwohl sich rein chemisch an dem Wasser nichts verändert. Es kommt kein Wassermolekül hinzu und kein Wassermolekül bleibt weg. Durch das Verändern des Aggregatzustandes hast du einen Unterschied und darum kannst du dir den Eiswürfelfisch im Wasser denken. Wäre das Wasser in dieser Form nicht erstarrt, was hat sich dabei am Wasser verändert? Mhm. Ich verstehe die Metapher, wo ich dir sage. Dasselbe passiert in dem Geist, in deinem Geist. Ich habe jetzt das extrem vereinfacht, dass ich sage, wenn jetzt du das Meer bist, du bist immer und du wirfst einen Wellenberg auf. Selektier mir eine gewisse Menge deiner Energie, das ist der Wellenberg, der aber als Wasser untrennbar mit dem, was immer ist, verbunden ist. Mhm. Aber durch dieses Selektieren, das Herausheben, entsteht das Wellental und diese Hüllkurve, den Unterschied siehst du. Mhm. Okay? Ja. Jetzt, wie gesagt, wir brauchen ja dann den Himmel dazu, aber das ist ja interessant, das Wort Himmel, wenn man jetzt das deutsche Wort nimmt, hast du ja schon wieder Hayom, das ist ja schon wieder das Meer. Und ML können wir jetzt zum Beispiel lesen, L mit 70, wenn wir das L mit 1 schreiben, heißt das das Meer von Gott. Das ist der Himmel. Und wenn wir das E als 70 setzen, dann hast du praktisch ein gestaltgewordenes Joch. Mhm. Das ist ja all. Ich komme gleich noch zu deiner Frage zurück. Und diesen Unterschied siehst du. Und jetzt pass auf, es gibt natürlich keine Zufälle. Und da wird es natürlich ganz, ganz interessant, das habe ich jetzt ein paar Mal schon angesprochen bei Skype-Gesprächen, wenn du jetzt den Geometrie-Explorer aufmachst, und wir nehmen mal das deutsche Wort, wir brauchen immer die Vordersprache Deutsch-Hebräisch. Mhm. Sag mal, wenn du offen hast. Dann ist es interessant, das Wort Zufall. Da muss ich einfach Deutsch wählen, ne? Und dann Zufall ein. Nein, wir wollen das nur hebraisieren. Bleib bei Hebräisch. Okay, ja. Bleib ganz normal bei der Hebräisch und jetzt gehen wir mal das deutsche Wort Zufall im hebräischen Radix ein. Pass auf, das heißt, du brauchst der Z, dann brauchst du das Waff als U. Jetzt müssen wir umschalten. Sade.
Ja, P nehme ich Und F an. ist ja P. Ja, 80. Jetzt siehst du schon die Geburt von UP. Wir lesen das blau, dann heißt es die Geburt von aufgespanntem Wissen. Ich denke, ich beschreibe dir den Zufall. Ja. Alles, was in dir auftaucht, was du als Zufall definierst, ist genau genommen die Geburt eines von dir aufgespannten Wissens. Du bist ein träumender Geist. Jetzt schau, was das bedeutet. Göttertrank, Honig, Das ist Honigtau. zuerst einmal hier ein Nektar, ein Honigtau, ein Götterdrang. Das ist eine Nahrung, die Geburt von aufgespanntem Wissen. Du bist ein träumender Geist. Durch das, dass ich das in dir auftauchen lasse, ernähre ich dich mit einem Götterdrang. Das ist deine Traumwelt. Als Verbadjektiv heißt es auftauchen, fließen, schwimmen, strömen, zusammenfließen. Zup, im Wasser habe ich drunter jetzt im Wasser auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das ist nämlich. Lösch das einmal jetzt und gib einmal das Waff, können wir mal zwischen zwei Hauptkonsonanten rausschmeißen, gib einmal nur ZB, dann hast du die Grundradix und jetzt wirst du feststellen, das heißt eigentlich schwimmen. Das ist im Wasser auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen, das sind deine Gedankenwellen. Okay? Das ist so Zup oder Zuff und jetzt brauchen wir noch All und zwar mit zwei L geschrieben. Und damit Aleph. All ist ja Gott. Wir können den jetzt rot schreiben und einen Rückholfall machen und jetzt machen wir das zweite, ist das ausgedachte raumzeitliche Licht, das du praktisch zu sehen beginnst. Du siehst ja nie das Licht von der Lampe im Projektor, die Sonne auf der Leinwand ist ja schon eine Facette. Und da passiert jetzt im ersten Moment was Verwirrendes, das ist der Götze. Vergöttern, vergötzen. Das macht jetzt das All. Und jetzt pass auf, jetzt gebe ich dir ganz kleine Hilfe. Als Materialist vergötterst du zuerst einmal das, was du das All nennst. Viele sagen das All, das Universum ist Ja, Gott, der die Kosmos. Planeten. Sind natürlich die ganzen Worte. Kosmos heißt ja nur Ordnung. Universum spricht für sich selber, das In-Eins-Gekehre. Und dieses All ist jetzt ein Götze. Und jetzt solltest du, wenn wir in die Etymologie gehen, wenn du in die ältere Etymologie gehst, wirst du feststellen, dass Götze gar eigentlich gar nichts Negatives ist. Ich sage dir das jetzt, dass wir es nicht wieder hersuchen müssen. Man spricht jetzt erst einmal in der modernen Form bei einer Götze. Ein Götzenbild ist ein Bildwerk. Ein Bildwerk, jetzt schau dir mal das Wort Bildwerk an. Bilet, das kann, musst du da nicht reinschauen. Ich kann dir einen Link schicken, wenn du willst, dass du die Etymologie Duden siehst. Okay. Warte mal einen kleinen Moment. Ja, ich hatte den DWDS auch schon offen. Hast du den schon offen? Muss ich mal ganz kurz. Gib mal den Götzen ein in DWDS, wenn du den offen hast. Ich muss mal gucken, ich habe ja keine Umlaute hier. Götz. Dann kannst du mir bitte einen Link schicken, weil ich habe ja normal auf meiner Tastatur keine Umlaute. Das ist immer ein bisschen umständlich. Jawohl, da kommt's schon. So, jetzt lass dir das mal nicht, wenn du was liest. Die Einigkeit erreichst du in dem Moment, dass du zuerst einmal dich dabei beobachtest, wie einseitig dein Intellekt Worte in Form von positiv und negativ interpretiert. Es gibt kein einziges Wort, das nur negativ oder nur positiv ist. Und jetzt heißt es hier, ein Götze ist zuerst einmal ein Wesen, das als Gottheit verehrt wird. Ein Wesen, das als Gottheit verehrt wird. Ein Abgott und seine bildliche Darstellung. Jetzt pass auf, bei Abgott ist natürlich, empfindest du das negativ oder positiv? Jetzt schau mal, nimm die ersten zwei Buchstaben und hebraisier die. Vater Gott, ne? Vater Gott oder aufblühender Gott und seine bildliche Darstellung, wobei das Wort Darstellung ist die Öffnung, das GR als Grundradix ist Generation. Das sind deine Gedankenwellen. Jede Darstellung ist eine Gedankenwelle, die sofort wieder in sich zusammenfällt mit dem nächsten Gedanken, den du denkst. Jetzt springe mal, um das ein wenig abzukürzen, heißt dann hier unten, wird seit dem 15. Jahrhundert appellativisch im Sinne von Dummkopf Schwächling, das ist die eine Seite, aber auch als Koseform von Gott verstanden. Im Sinne von Heiligenbild, und jetzt du wieder das Hindre, die Heiligen im Kind. Im Kind ist das Werk. Stimmt oder stimmt? Merkst du, wenn du dir das aneignest, du kriegst einen Automatismus, gibt es nichts mehr, was in dir auftaucht, wo dich in Entsetzen bringt. Verstehst du? Weil du dann durch die Augen des Christus schaust, mit heiligen Augen, mit den Augen der roten Liebe, dass für dich
jedes Wort in sich selber heilig ist. Mhm. Und du das sehr wohl positiv und negativ auslegen kannst. Mhm. Götzenbild, ein Abgott in bildlicher Darstellung, noch nicht bei Luther, heißt es am Schluss. Es breitete sich erst seit dem 17. Jahrhundert stärker aus als Götze in seiner Bedeutung Bildwerk. Das ist also, das wurde dann hier in der jüngsten Zeit, wenn die Worte sehr, sehr stark verschoben. Das immer wieder zum Beispiel Fasten. Das ist so ein Standardbeispiel, wo ich diesbezüglich bringe. Das Fasten ist ja im klassischen Sinn, im Duden heißt es noch Einschränken der Nahrungsmittelaufnahme aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen. Mhm. Ursprünglich, wenn du tiefer in die Sprache gehst, ist das Fasten, heißt sich fest auf die Worte Gottes verlassen. Mhm. Fest und festhalten an den göttlichen Gesetzen. Das ist Fasten. Kommt auch im Englischen des Fasten Seatbelt. Ja. Jetzt hast du wieder die zwei Seiten. Einmal heißt Fasten, Fasten im Englischen Festzurm. Und zum Zweiten ist ja Fast, ist schnell. Schnell, ja. Jetzt hast du wieder die zwei Sachen. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn du hier was durchschaut hast, zum Beispiel, was eine Tasse ist, dann sind letztendlich alle Perspektiven, die du jetzt aufzeigen könntest, gleichzeitig da. Mhm. Das heißt, jetzt denkst du dir die Lichtgeschwind. Mhm. Wenn ich dich frage, weißt du, was Wetter ist? Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, sagst du ja. Und kennst du diesen Roman und du sagst ja, mhm, denkst du Lichtgeschwind, das, was ich als Chatdenken nenne, dieses Kontinuum heißt eigentlich, dass du in dem Ja den kompletten Roman und alle Worte gleichzeitig denkst. Mhm. Das ist Lichtgeschwind-Denken, wenn du es geschaut hast. Aber dieses Lichtgeschwind, dieses Chatdenken, inwiefern trifft das auch zu auf die Erscheinungen im, wie heißt das, in meiner ausgedachten Welt, nochmal ganz kurz zurück, also diese Radix NBL. Wenn du jetzt beim Einkaufen bist und du denkst an deine Wohnung, dann denkst du schon lichtgeschwind, weil mit dem Gedanken an deine Wohnung ist dann die komplette Wohnung mit allen Einzelteilen und allen Schubladen gleichzeitig doch. Ja, das verstehe ich, aber diese Radix NBL bedeutet sowohl Nebel... Nein, Nebel, Moment, ja, die Nebel kommen ja jetzt. Ich wollte dir sagen, unser Thema war zuerst, dass du zuerst einmal begreifen musst beim Symbol, wenn wir nur zwei, drei Buchstaben nehmen, dass das ein unendlich vielfältiges Symbol ist. Wie du schön sagst, wir lesen es blau, dann ist es die Existenz von polarem Licht. Das ist also blau, ist was Sichtbares. Gut? Mhm. Und jetzt ist es also so, wenn du jetzt das zum Beispiel mal die Radix im Wörterbuch nachschaust, dann ist es ja hier zuerst einmal das Verwelken, das Vergehen, das sich auflösen. Ja. Und dann heißt es auch noch Schuft und Schurke. Ja. Ein Betrüger. Jetzt mache ich wieder eine bildliche Vorstellung von dir, dass wenn du irgendeinen Nebelfetzen auf einer Wiese hast vor dir, der löst sich immer wieder auf, und wenn du jetzt Wolken anschaust, zum Beispiel, dass ja Wolken im Prinzip Nebel ist, dass der gewisse Formen kannst du, in die Form kannst du irgendwelche Bilder hineininterpretieren, aber die sind eigentlich sehr trügerisch, das sind eigentlich Betrüger. Ja, ja. Die lösen sich immer wieder auf. Okay? Ja, ja. Das ist natürlich interessant, wenn man jetzt, wenn du den Matrix-Explorer offen hast, mach mal ganz kurz auf. Wir haben ja hier die 1, 2, ich bleibe mal ganz, der Wechsel, wenn du die 1 und die 2 machst, haben wir ja den Vater und das Aufblühen. Mhm. Das dürfte mittlerweile bekannt sein. Ja, ja. Das ist sehr, sehr interessant, wenn du das Aleph jetzt nicht als Vokal liest, sondern als Aleph, als ersten Buchstaben oder als Zeichen liest, dass du das 1 hier, wir haben ja die zwei lautlosen Zeichen, mit der 70, wenn du das austauscht, 70,2 kriegst du das hebräische Wort für Wolke. Mhm. Ja. Okay, hast du? Habe ich. Das ist die Wolke. Jetzt ist natürlich interessant, schau dir mal das Wort Wolke an, da haben wir W-Oll. Wir machen das Oll als 70, dann hast du eine doppelt aufgespannte Welle. W-Oll. Mhm. Wir können dasselbe beginnen, das Wort Welle, da müssen wir halt das E zu einer 70 machen. Mhm. Hast auch. Jetzt ist eine Wolke, die du dir ausdenkst, ist letztendlich Wasser vom Meer, so wie die Welle auch. Aber der Wolke verlierst du schon das Gefühl, dass das mit dem Meer verbunden ist. Mhm. Scheint selbst ja nicht so sein. Welle, ja. Aber der Wolke, da scheint sich jetzt schon eine gewisse Distanz zu befinden zum Meer, eine Trennung. Mhm. Aber es ist immer wieder, es bleibt eine Wolke ist eine Welle, eine Gedankenwelle. Und das ist eine augenblickliche Polarität, 70,2. Es gibt noch ein zweites Wort für Wolke, ich lösche mal schnell, das ist 70,50,50. Das heißt auch Wolke. Mhm.
Du hast jetzt ein Gewölk mit Wolken, BD-Ecken. Das sind polare geöffnete Ecken. Siehst du das? Ja. Ganz interessant. Du hast wieder den Augenblick auf zwei Existenzen. Die 50-50 zusammengezählt, gibt ja 100 und dann bist du wieder bei deiner Affinität. Das Spiel, wenn du ein bisschen zum Spinnen anfängst, wirst du irgendwann einmal ein unheimliches Gefühl bekommen, dass das wirklich die arithmetische Formeln sind, die Buchstaben. Ja, das komplett auf den Ziffern rechnen kannst. Das Blöde ist, daran zweifle ich auch nicht und da bin ich auch total von beeindruckt, aber irgendwie hänge ich mich immer wieder auf, wenn ich das jetzt ganz konkret nehme. Ich habe einerseits diesen Symbolcharakter, wovon du jetzt auch sagst, das ist noch viel komplexer, als man auf dem ersten Hören sich vorstellen kann. Und dann diese angeblich total verschiedene Erscheinungen, Nebel, Weinschlauch, Harfe und Schuft. Ich frage mich dann, wie kann... Pass auf, es ist auch das, ich gebe dir mal ganz einfache Antwort. Mir fällt momentan die Grund... Ich drücke es mal anders aus. Ein Beispiel, hunderte Mal erzählt, ich erwähne das extra, weil ich immer wieder sage, das ist nicht in der Vergangenheit passiert, wenn du die Ohrenbohrungen studierst und die ganzen Selbstgespräche, wirst du feststellen bei dem Studium, dass ich das wirklich hunderte Male schon erklärt habe und es kommen immer und immer wieder dieselben Fragen. Ja, ja. Da muss ich jetzt gerade, da kommt mir gerade was in den Sinn, da will ich dir ganz, ganz kurz noch was zeigen dazu, weil ich so viele Mails kriege und ich klicke mittlerweile 99% der Mails weg, weil ich es nicht einsehe, dass ich wieder was erzähle, was ich schon tausende Male erzählt habe. Und es sind immer wieder dieselben hartnäckigen Fragen und die Fantasie, was du jetzt dich auffängst, ist wirklich das, was man Metapher nennt. Was bei dir einprogrammiert ist. Und mein Standardbeispiel dazu ist, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Lügen haben kurze Beine. Du kennst beide Sprichwörter. Und dann? Da ist keine Verbindung von den Lügen mit den kurzen Beinen und dem Krug, der zu einem Brunnen läuft. Und du weißt, dass beide Sätze auf der höheren Ebene dasselbe bedeuten. Ja. Das, was übrigens sehr spaßig ist, wenn man das jetzt wieder mit Holofeeling zerlegt, was du merkst, dann findest du in der Zahlenebene, findest du dann doch deine Entsprechungen. Und da hast du noch Schwierigkeiten, weil du meinst, du müsstest an irgendwas, was deine Ratio, dein Intellekt fassen kann, festhalten. Und du wirst mir geistig nicht folgen können, wenn du das mit deiner momentanen Logik versuchst. Ich sage immer wieder, du wirst das ganze Wissen der Menschheit, ich drücke es anders aus, das ganze Wissen der Menschheit, die du dir zurzeit ausdenkst, mit deinem Intellekt, die ganzen Philosophen, die ganzen Physiker, um die denken zu können, müssen die ja jetzt, muss ja dieses Wissen in dir drin sein. Und das ist wichtig, ich rede jetzt von nicht von dem Wissen, das du dir bisher bewusst gemacht hast, sondern auch alles, was du dir jetzt ganz leicht bewusst machen kannst, indem du dir einen Computer ausdenkst, ins Internet gehst, mach mal nur Wikipedia und dann raster mal Wikipedia durch und du musst das hast du mal ganz tief in dir verankert haben. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Nochmal ein Einstein, ein Platon. Es hat niemals in der Vergangenheit einen Platon gegeben oder einen Jesus gegeben. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Das sind Märchenfiguren, das sind geistige Geschichten. Das Einzige, was immer ist, ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Von dem ich ja versuche mitzuteilen, dass du eigentlich ich bist. Das ist aber jetzt das IQB redet mit dem Ich Bin. Und da wir uns jetzt an IQB und das Ich Bin, den Gottessohn, ausdenken, ist natürlich weder der ausgedachte IQB noch der ausgedachte Gottessohn, ist das, was ich jetzt hier mit den Worten versuche auszudrücken. Weil das Dinge sind, die ewig sind und alles, was ewig ist, kann nicht in Erscheinung treten. Das haben wir lang und breit erklärt. Das, was ewig ist, kann nicht in Erscheinung treten. Zwangsläufig alles, was gedacht wird, und wenn es nur ein kleiner Gedanke an irgendeinem Bubs ist, ein Gedanke, eine Information ist eine Gedankenwelle und die existiert nur so lange, solange sie gedacht wird, und wenn du an was anderes denkst, verändert sich das. Jeder neue Gedanke ist ein ständiges Umformen der Gnede, das ist so eine wundervolle Metapher. Das Einzige, was sich dabei nicht verändert, sind die 200 Gramm rote Gnede. Und selbst in dieser Metapher, wenn du sagst, was hat es denn zu tun, dann macht die 200 ist im Hebräischen rot geschrieben der Kopf. Okay? Gramma sind die Buchstaben auf Lateinisch. Im Kopf sind die Buchstaben. Rot ist der Adam. Okay? Heißt ja der rote auch. Jetzt haben wir die 200 Gramm rote Gnede und die Gnede gibst einfach die Basis.
Ken Edde, das jetzt hast du mal die Gnade, wenn du das jetzt machst, wir machen das jetzt mal ganz. Die Gnade, ist das da mal wie das Kaff als Vorsilbe gelesen? Mhm. Und Edde schreibst du 70405. Edde. Edde heißt jetzt. Das heißt wie jetzt. Es ist wie es jetzt ist. Mhm. Gib, hast du den Gematik Explorer noch offen? Ja. Dann gib mal 70. Mhm. 405. Das kannst du jetzt Edde lesen. Gegenwart. Okay? Ja. Das ist jetzt, das ist das hebräische Wort für jetzt. Und das Kaff als Vorsilbe heißt ja wie. Mhm. Das heißt, wie es jetzt ist. Jetzt hast du den Kopf, der ist voller Buchstaben. Das ist der Adam, der ist Denker und Ausgedachtes und dies ist so, wie es jetzt ist. Aber wie lange dauert es jetzt? Und jetzt musst du wieder Rot und Blau lesen. Es gibt ein rotes Jetzt und ein blaues Jetzt. Das rote Jetzt sind alle Jetzt-Momente gleichzeitig. Mhm. Und ein blaues Jetzt ist ein Moment, der hat jetzt auf, das ist eine Moment, im Moment hast du ja schon die zwei MOM wieder drin. Mhm. Stimmt. Merkst du, das ist Wort Physik? Mhm. Es muss dir klar sein, Martin, wenn einer die Grundlagen von Hodo Feeling nicht kennt, kann er es nicht verstehen, aber ich kann auch einen in die Physik beibringen, wenn er nicht die vier Grundrechnungsorten kennt. Mhm. Und es ist leicht, das kriegst du mittlerweile mit. Die Grundlagen, ich kann das nicht oft genug sagen, ich kann dir die Grundlagen von Holofeeling, wenn dich das interessiert, lerne ich dir leichter wie irgendeinen Handwerksberuf wie Maler oder was. Mhm. Wenn man das jetzt einmal ganzheitlich, ganztägig machen würde. Ja, ja. Das ist überhaupt kein Hexenwald. Du kannst die Grund... Ich höre dich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, wir müssen momentan sekundär, bist du noch dran? Ja, ich bin noch da. War's gut weg. Du wehrst dich. Ja, da bin ich. Du wehrst dich. Ich komme mich auch irgendwie. Ich glaube, du hast das Wesentliche noch mitbekommen. Ja, ja. Ich fühle mich ein bisschen blöd im Moment, das ist, weil ich. Auch, das, was hier mit der Sprache interessant ist, dass du alles heilen kannst damit. Und das, was ich dir gerade noch sagen wollte, das warte mal schnell, ob ich das hier finde. Ich mache mal ein Standardbeispiel einer von tausenden von Briefen, wo ich durch. Jetzt so Mitleid. Ich komme zu Gott nicht durch, deshalb frage ich dich, gefällt es Gott besser, sein Leben aufzugeben oder seine Aufgabe zu leben? Mit Aufgabe meine ich, was mir offensichtlich gegeben wurde. Praktisch hier so Gerechtigkeit, mein Wohlstand, mein Frieden, meine Sicherheiten. In der Bibel steht doch auch, dass wir nach unseren Taten gerichtet werden. Es ist doch eine Aussage der Bibel, dass man das Licht in die Welt bringen soll und nicht, dass man untätig sein soll. Mhm. Ich entdecke gerade durch das Beschäftigen mit der Brit-Thematik und den OBBD, das sind so esoterische Strömungen und so weiter, dass wir Menschen Sklaven sind, Sklaven auch des Mammon, und in der Bibel steht der Mammon, das goldene Kalb, heute größer und fetter denn je Gott gegenüber. Wie kann das sein? Wie kann ich mich vom Sklaventum befreien und trotzdem gerade deswegen Mensch sein oder werden? Wie kann ich ein freier Mensch werden, ohne etwas aufzugeben? Das ist die typische Frage. Hör nochmal, ich wiederhole, wie kann ich mich vom Sklaventum befreien und trotzdem Mensch sein, oder wie kann ich das mich befreien, ohne irgendetwas aufzugeben? Die Antwort ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Es ist immer wieder dasselbe Beispiel. Die Grundannahme, es beginnt, dass du Geist, der du mir jetzt zuhörst, dich mit dem Trockennasenaffen verwechselst, der jetzt von einem Computer sitzt, den du dir ausdenkst. Du denkst dir jetzt den Trockennasenaffen vor dem Computer, der sich diese Aufnahme anhört, genauso aus wie dem von dir ausgedachten Matten oder den Udo. Und du hast dich von deinem Sklaventum gelöst in dem Augenblick, wo du dich wieder erinnerst, was du bist. Und du musst dabei an deiner Rolle überhaupt nichts verändern. Du spielst, wie oft habe ich das Beispiel mit dem Schauspieler, der einen Krebskranken spielen kann, der alles Mögliche spielen kann und trotzdem frei ist. Weil er das mit Freude spielt, da musst du dir nur mehr den Kopf drüber zerbrechen. Das Leben wird so unendlich einfach. Und so altes, ich kann doch nicht zuschauen, wenn mein Sohn auf die Straße rennt. Mhm. Du kannst es. Der Matten kann es nicht, weil der in seiner Rolle, in seiner Traumfigur, der Film läuft.
Du kannst an dem Film nichts verändern. Mhm. Und ich sage, es wird jetzt, ich zünde jetzt deine Welt an, ohne zu drohen. Diese Erdkugel wird vernichtet werden, so wie die Erdscheibe vernichtet wurde. Und es gibt nur eine Möglichkeit, um zu überleben, musst du diese Erdkugel verlassen, bevor sie vernichtet wird. Mhm. Jetzt wird materialistische Logik, weil dir keine Lösung gibt. Die Lösung ist wieder so unendlich einfach. Du musst nur verstehen, du bist der Geist, der sich eine Erdkugel ausdenkt. Mhm. In dem Moment, wo du dir die Erdkugel vor dich hinstellst, geistig, obwohl die natürlich nur in deinem Kopf ist, eine Gedankenwelle ist, hast du die Erdkugel verlassen. Mhm. Und jetzt kommt, das wäre ja jetzt einseitig, merkst du das? Ja, ja. Als Gott bist du überall gleichzeitig und alles gleichzeitig ist. Du musst die geistige, es sind verschiedene geistige Ebenen. Die geistige Ebene verlässt du, indem du immer tiefer in dich hineinsinkst. Mhm. Das heißt, dass du begreifst, zum Beispiel beim Lesen eines Buches, sagst du jetzt, ich bin jetzt auf Seite 37 der Matten, wenn du jetzt das Buch Matten liest, diese Geschichte, den Film in deinem Kopfkino laufen hast. Da muss dir klar sein, die nächsthöhere Ebene ist, dass du auf die Buchebene zuerst einmal kommst, noch nicht der Leser. Dass dir klar ist, du bist nicht nur der Matten auf der Seite 37, du bist auch der auf der Seite 20 und auf der Seite 60. Dass das nur eine Facette vom Matten ist, diese ausgedachte Figur auf der Seite 37. Und jetzt kommt der Doppelschritt, dass du plötzlich begreifst, du bist überhaupt nicht der Matten. Du bist der, das Kino, der Geist, der dieses Leben erlebt und dabei lernen darf. Und während du diese Richtung gehst, dass dein Bewusstsein wächst, ändert es doch an den unteren Seiten und an der Geschichte nichts. Mhm. Merkst du, jetzt habe ich die zwei, jetzt bin ich im Gleichgewicht. Ja, ja. Jede Antwort, die ich dir gebe, die nur Ja oder nur Nein ist, ist unvollkommen. Natürlich im Gespräch, und das ist immer, wenn dann kommt, der widerspricht sich ja laufend, im Gespräch ist es, dass wenn ich dir jetzt erkläre, wie ein Auto funktioniert, muss ich halt vom Getriebe reden, ich muss vom Motor reden, ich muss von der Elektronik reden, dass das Auto fährt, muss das alles gleichzeitig da sein. Mhm. Ist ein höherer Komplex. Für die Detailerklärungen muss ich hier in die Facetten reingehen. Ja, das Blöde ist, ich habe im Moment jetzt noch ein Ding im Kopf und das ist eigentlich, auch wenn ich jetzt wieder anrufe, es gibt noch so eine Art blinde philosophische Neugier in mir und eigentlich weiß ich, du hast mir schon öfters so viel erklärt und ich habe eigentlich all das Material. Ich muss eigentlich nicht mehr anrufen, ich muss eigentlich nur noch intensiver das praktisch leben. Und ich merke auch, dass wenn ich zum Beispiel tagsüber, dann habe ich viele Fragen und da rufe ich an und ist alles wieder weg. Und irgendwie, nicht, dass ich das jetzt abwerte, aber irgendwie... Das, pass auf, da muss ich dir ins Wort fallen. Das Leben ist immer wieder, da ist schon wieder der Beigeschmack, als wenn du am Matten was verändern müsstest. Ja, das vielleicht Leben ist das. Der Geist, wenn der es beobachtet. Das ist immer wieder das Spiel, löse dich komplett davon, dass du am Matten was verändern müsstest. Angenommen, du wärst jetzt irgendwie politisch engagiert, geht es überhaupt nicht darum, dass du was veränderst. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du bist ich, ist dieser Finanzamtbrief. Ja. Das ist ein Kleinod von Weisheit. Und da heißt es ganz am Ende dann, wo ich dann sage, du musst bei Holofeeling weder wo eintreten noch wo austreten. Du musst, das ist bei Holofeeling nicht gefordert. Und soll man wieder hier mit Sekte oder so früher, das muss eher mal, wenn er sich damit beschäftigt, soll ich treten. Nein, das ist ein Intimakt zwischen Geist und Geist, das ist ein Geschenk. Und jetzt ist es, dass die Rolle, die du hast, die sollst du gar nicht verändern. Die wird sich maßgeblich verändern, wenn du in der Beobachtung Unvollkommenheiten erkennst, Sinnlosigkeiten erkennst. Ich sage immer wieder zum Beispiel, wenn du den Matten dabei beobachtest, wie er irgendwie nur negativ auf was reagiert, Angst, Ärger, wenn dich wieder Zukunftsangst anfällt, du kennst es. Sinnlosigkeiten, die plötzlich eine panische Angst in dir auslösen. Nicht dieser Moment, der in dir auftaucht, ist daran schuld, dass du dich schlecht fühlst, also fühlen du den Traum ja nur der Geist. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Es ist ein riesengroßer Schritt, wenn du weißt, dass ein Gedanke von dir nichts empfinden kann. Mhm. Er kann auch nicht selber denken. Er wird so sein, wie du in dir denkst. Und wenn du dir denkst, dass ein Gedanke von dir Empfindungen hat oder Schmerzen hat, dann wirst du leiden. Wenn ich immer sage, auf mit irgendjemandem zu sympathisieren, mitleiden, deswegen geht es den anderen, wenn es denen überhaupt irgendwie gehen würde, geht es denen ja nicht besser. Wenn wir jetzt einmal weltlich logisch denken. Mhm. Wenn du irgendeinem Menschen mitleidest, geht es denen trotzdem dreckig. Und ich sage jetzt, denen geht es überhaupt nicht dreckig. Das ist eine Figur in deinem Traum und die Situation, dein Programm, das du durchschauen sollst,
wenn ich einen heulenden Menschen an einem Grab stehen sehe, weil er einen geliebten Menschen verloren hat, dann gehe ich davon aus, dass der leidet. Das sehe ich doch. Als wenn man Gefühle sehen könnte. Du siehst eine gewisse Physiognomie, die von deinem Intellekt interpretiert wird. Und da habe ich auch ein altes Beispiel. Ich zeige dir zwei Frauengesichter. Ja, okay. Du weißt, was ich... Und da wirst du feststellen, da kann man sehr leicht in die Irre gehen, weil das ganz, oder eine Frau, die Riesenschmerzen hat, oder eine Frau, die Kind auf die Welt bringt. Das Thema hat man schon so oft, das ist komplett dieselbe Physiognomie. Mit etwas mehr Information weiß ich, die hat jetzt zwar Schmerzen, obwohl das gar keine Schmerzen sind, es ist eine andere Ausdrucksform von Freude. In den beiden Extremen wirst du merken, dass sich das immer überschneidet. Ich habe da viele, viele Beispiele, wo der reine quantitative Schmerz eigentlich erst zu Schmerz war durch Ungewissheit. Was nicht mein berühmtes Beispiel, du hast Morgenschmerzen, kommst ins Krankenhaus und der Arzt stellt fest, du hast einen Blinddarm an den Zündeln. Du hast riesen Magenkrämpfe, hast du zuerst einmal eine panische Angst. Jetzt kommst du ins Krankenhaus und sagst, ach, da ist bloß der Blinddarm entzündet, du wirst operiert. Heute eine Kleinigkeitsoperation, wird ja heutzutage schon ambulant fast gemacht. Aber früher ist man dann noch 2-3 Tage nach der Operation im Krankenhaus gegangen, du liegst im Krankenhaus und jetzt kommen Freunde, die Operation ist gut gelaufen, die machen Witze und du musst lachen. Mit der frischen Operationsnarbe. Die Schmerzen, die du beim Lachen hast, die mögen rein quantitativ. Dann bist du wieder weg. Ja, dann bist du wieder. Weiß Bild wieder eingefroren. Ja, ja. Dann sagst du, du lachst und sagst, oh, hört auf, das tut so weh und du lachst trotzdem dabei. Warum? Weil die Angst weg ist, dass es was Schlimmes ist. Dass eine Mücke mit Ungewissheit eine Riesenpanik in dir erzeugen kann und eine ganz grausame Szene, gehen wir mal so weit, 2012 Kinofilm Der Weltuntergang. Ja, ja. Und da sitzt du und haust dir die Chips rein und bist begeistert. Es ist immer die Definition, die Erscheinungen, die in dir auftauchen, wir haben verschiedene Ebenen, die sind einfach nur. Ich kann das nicht oft genug erwähnen. Das Chaos erzeugt das Wertesystem, das du zum Denken benutzt. Das ist dein Intellekt. Und immer dran denken, den hast du dir nicht rausgesucht. Das ist wie ein Führerscheinprüfungsbogen. Dieser Intellekt ist für deine Gemütsstimmungen, deine Gefühle, diese feinstofflicheren Gefühle, die du Geist zu erleben bekommst. Wenn nur von dem intellektuellen Wertesystem und Interpretationssystem erzeugt, nicht von der eigentlichen Traumwelt selber. Du kannst jeden Film vollkommen wertfrei anschauen, wie ein Kinderfilm, wie ein Märchen, und du klingst dich sofort wieder in die Charaktere ein, wenn das Geschichten sind, und du wirst meinen, du kannst dich gar nicht davon lösen. Ich habe da so ein schönes Beispiel schon ein paar Mal erwähnt, da gibt es einen Tierfilm über Erdmännchen. Und das ist so aus der Sicht der Erdmännchen, der ist relativ bekannt, ich weiß jetzt nicht, wie der Film selber heißt. Aber da ist eigentlich so eine Erdmännchenfamilie und da ist ein kleines Erdmännchen, der kriegt dann nochmal einen kleinen Bruder. Und das ist ein reiner Naturfilm. Jetzt, ich mache Anführungszeichen, es sind Pixelmännchen und da wurde nie was in der Vergangenheit gedreht. Und wir bleiben mal in dieser, was gleich mal, worauf ich hinaus will. Und dann erzieht praktisch der seinen kleinen Bruder. Und das sind ganz tolle Naturaufnahmen und die Erdmännchen fressen Skorpione. Da ist dann, er muss ihnen natürlich zeigen, weil die einen giftigen Stachel haben, wie man schnell hingehen kann, dass man den erwischt, ohne dass man gestochen wird. Das zeigt das große Erdmännchen, Bruder, zeigt es seinen kleinen Bruder. Und da fieberst du, das ist dann mit der Musik untermalt, da fieberst du mit, hoffentlich wird das süße Erdmännchen nicht von dem Skorpion gestochen. Ich sag dann, pass auf, und am Ende ist eine Szene, wo dann das Erdmännchen von einer Schlange verfolgt wird und es geht in so einen Kaninchenbau rein und dann siehst du so, die Kamera geht dann in den Bau, wo die Schlange hinter das Erdmännchen nachgeht und jetzt fieberst du und sagst, hoffentlich wird das Erdmännchen von der Schlange. So parteiisch bist, ich könnte jetzt sagen, wenn du das aus der Sicht des Skorpiones siehst, der kleine Skorpion hat auch Eltern und hat auch gebissen. Hoffentlich frisst das böse Erdmännchen nicht den Skorpion, wir sind die Guten. Weißt du, ist immer parteiisch. Und dasselbe Problem hast du jetzt vor allem in den Religionen. Darum kann ich nicht oft genug betonen, alles, was ich widerspricht, das hört genau zu, gehört untrennbar zusammen. Das ist die Verbindung zwischen den Moslems und den Christen. Die gehören untrennbar zusammen. Warum? Ja, die einen behaupten, Jesus wurde gekreuzigt und die anderen sagen, er wurde nicht gekreuzigt. Die einen sagen, der Henkel ist rechts und die anderen sagen, der Henkel ist links. Das, was beide sind, wenn sie zusammen sind, ist was ganz was anderes. Und dieses Denken wirst du nicht los, wenn du nicht begreifst, wie wichtig der ausgeschlossene Dritte ist, der du letzten Endes selbst bist. Ja.
das ganze Leben in deinen unteren Ebenen, das, was du zurzeit Welt nennst, was du dir ausdenkst in deinem Traum, scheidet an dieser aristotischen großen Fehler, wenn zwei Sachen sich widersprechen, kann bloß eins davon richtig sein. Ja. Und ich sage, es sind beide richtig, wenn du dich geistig in Bewegung setzt und beide verkehrt. Und jetzt die Frage, ob jetzt der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, da gibt es eine Synthese davon. Und das ist jetzt wieder die Symbol, das kannst du nur symbolisch sehen. In der Vergangenheit war überhaupt nichts. Es gibt Einheit und die Vielheit. Und die Vielheit ist eine Gedankenwelle. Das heißt, um dir das eine zu denken, entsteht im selben Moment das Gegenteil. Das ist unser Prinzip mit Krieg und Frieden, Wellen, Berg und Wellen, Dahl. Und die Sachen, die du jetzt festhalten willst mit deiner Logik, weil sie dir wichtig erscheinen, ist die eine Seite und viele Sachen, die du gerne in deinem Leben loshaben möchtest. Und wenn es bloß Zukunftsängste sind oder Krankheiten. Das eine gibt es nicht ohne das andere und du wirst das eine nicht loskriegen, wenn du das andere nicht dafür opferst. Weil die Welle muss zusammenfallen. Und dir muss nur dieses, da geht nicht, dass du was du musst, was du musst verstehen. Du musst dieses Prinzip bewusst machen. Ja. Das ist die Demo, die ich von dir fordere. Und nicht, dass du an meinen Mappen was veränderst. Wenn ich den Charakter anders gewollt hätte, dann hätte ich den anders erschaffen. Wobei Matten jetzt eindeutig bloß irgendeine Figur ist, die du dir ausdenkst, wo du ein bisschen was mitbekommen hast von dem Leben. Du weißt ja, was weißt du im Großen und Ganzen schon von dem Matten. Jetzt könnte ich natürlich sagen, was weißt du von dir selber? Das hängt jetzt wieder davon ab, wer du zu sein glaubst. Meinst du, du kennst dich? Jeder normale Mensch mit einer normalen Logik meint, du kennst dich ja viel besser wie alle anderen. Weil du dieses Leben lebst, du hast überhaupt noch keine Ahnung. Wenn einer dein Leben kennt, dann bin ich es. Darum sage ich immer wieder, ich bin du, ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch gelesen hast. Das habe ich nämlich schon gelesen. Und da du dich jetzt ein bisschen verlaufen hast in dieser Geschichte, in die Vergessenheit geraten bist, denke ich mir halt in der Geschichte, ich tauche als Brösel Uda auf, um dich einmal wieder darauf hinzuweisen, einzunotten, was du eigentlich bist. Ja. Und das ist kein esoterisches Geschwätz. Ich kann nicht oft genug sagen, Holofeeling, wenn das verstanden wird, nicht durch die Brille eines Kritikers. Kritiker kannst du sowieso vergessen. Egal, sobald einer kritisiert, ist er schon einseitig. So oft gesagt, der Kritik sagt nichts aus über das, was kritisiert wird. Bei einer wertfreien Beobachtung sagt die Kritik letztendlich was über die Dogmen des Kritikers aus, an denen er festhält, weil es ihm logisch erscheint. Wenn du mit Basic-Logik, Betriebssystem Basic anfängst, Windows und Apple-Betriebssysteme oder Linux zu kritisieren, wirst du feststellen, dass das die schlimmsten und die unlogischsten Betriebssysteme überhaupt sind, vom Basic aus gesehen. Jetzt habe ich halt wieder das Prinzip, dass gerade umso mehr Feindbilder du noch in dir trägst, und mögen es nur Krankheiten sein, ist ein klares Zeichen für ein vollkommen unvollkommenes Betriebssystem. Und ich fordere jetzt von dem Geist Demo, dass du das akzeptierst, dass das einzige Problem ist dein Glaube. Und es geht hier nicht um Filwisserei, der ist natürlich verbunden mit fehlerhaftem Wissen. Es ist immer der Eid. Ich kann nicht oft genug sagen, geh in einen Zustand, dass du zuerst einmal alles für möglich hältst, das ist ein Akt der Fantasie, aber dass du sagst, das, was ich jetzt glaube, reduziere ich auf das, wo ich vor einem Richter sagen kann, das habe ich mit eigenen Augen gesehen, jetzt in dieser Rolle oder erlebt. Und dann darfst du nicht mehr mal an deine eigene Geburt glauben. Was überhaupt nicht, ich sage immer wieder, selbst wenn du jetzt die Rolle einer Frau spielst, das habe ich so oft erzählt, heißt es nicht, dass du jetzt denken kannst, dass du selber Kind auf die Welt gebracht hast. Aber das sind alles Gedanken. Der das Kind auf die Welt bringt, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, ist, den du denkst, ist ein Gedanke. Ich unterhalte mich mit dem, der immer jetzt ist. Der sich dabei nicht verändert, egal an was er denkt. Das ist das Erwachen. Und das ist wirklich, das ist tausendmal realer wie das, was dir deine materialistische Logik vorgaukelt. Auch dass jeder Gedanke, den du denkst, immer nur dann da ist, wenn du ihn denkst, und er wird genauso sein, in dir erscheinen, wie du in dir denkst. Und du musst dich jetzt in einem Doppelschritt über dich erheben und es einfach nur beobachten. Das, so erhebst du deinen Geist, aber das verändert ja nichts an dem, was du beobachtest. Das Einzige, was passiert ist, dass du nicht mehr in dieser Vergessenheit eines von dir ausgedachten Objektes dich befindest, sondern zu dem Bewusstsein, was ist dieses Objekt, dass du dir natürlich immer noch ausdenkst, sonst wäre ja nichts da, dass du das beobachtest. Um das beobachten zu können, muss das ja da sein. Das heißt, um jetzt zu überprüfen, ob du jetzt die ganze Zeit Zahnschmerzen gehabt hast oder nicht,
Musst du jetzt schon wieder an deine Zähne denken? Mhm. Musst du dir einen Körper mit Zähnen denken? Wo waren deine Zähne, wenn du mir auch mal kaum zugehört hast? Oder die Tastatur vom Computer? Oder deine Ohren? Mhm. Und das, du kannst dir jetzt bewusst machen, was du nicht denkst, ist nicht. Und das ist gerade, sobald hier ein kleiner Reiz auslöst, ist, dass du ein Wehwehchen hast, fokussierst du dich voll auf dieses Problem und in dem Moment, wo du das Problem bekämpfen willst, die Krankheit, egal was, nährst du das. Weil alles, was du bekämpfen willst, denkst du ja. Wärst dir gleichgültig, fällt dir sofort wieder in sich zusammen. Dieses Prinzip verstanden haben ist die eine Seite, das zu leben ist eine ganz andere Seite. Weil du meinst, wie massiv sich in deinem Alltag dann immer wieder das Ego mit der Angst und mit der Interpretation einmischt. Und dann kommt natürlich zuerst einmal der Zweifel hoch, dann wird das Ego dir massiv erklären, dass das eine totale Spinnerei ist, weil du ja nicht verrückt werden willst, obwohl ich ganz klipp und klar sage, selig sind die Verrückten, die Armen im Geiste. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Es gibt natürlich auch verschiedene Stufen, das kann man positiv sehen und kann man negativ sehen. Weil wo ich dich hinführe, ist eigentlich in deinem Zustand immer höhere Nichtwissens in Bezug auf das, was an Wissen in dir drin ist. Dass umso mehr du dich intellektuell erforscht, ich benutze jetzt absichtlich das Wort intellektuell, wird dir immer mehr bewusst, umso mehr du deinen Intellekt vergrößerst, mit diesem höheren Intellekt wird dir eigentlich bewusst, wie wenig der von dir benutzte, zum Denken benutzte Intellekt ist im Vergleich zu dem, was noch alles möglich ist zu denken. Das ist schon wieder eine verborgene Harmonie, merkst du das? Ja, ja, ja. Ich sag, du brauchst relativ viel Wissen, um zu erkennen, dass du eigentlich im Vergleich zu prinzipiell noch alles wissen kannst, dass du da noch gar nichts weißt. Und eine, die hier angelerntes Wissen so stolz sind auf ihr geistlos nachgeplappertes Wissen, das ist immer wieder die ganze Physik, dieser Beobachterphänomen, wo wenn du dich wirklich einmal beschäftigst, das sind ja Symbole, die müssen natürlich jetzt in dir auftauchen, das muss dich interessieren. Es ist schlichtweg und einfach, was du nicht denkst, ist nicht. Und jetzt reduziert man das im Materialismus natürlich wieder auf die Atomebene runter. Wenn man dann liest, hier Heisenberg hat erkannt, dass die Atombahnen, also die Radien außenrum, dass die prinzipiell, ist ja so kleine, wenn du Vorträge hast von Physikprofessoren, die sagen, es ist also nicht so zu verstehen, wenn ich jetzt, und da geht es um Glühwürmchen. Dass wenn Glühwürmchen hier manchmal fliegen und du siehst, der Glühwürmchen, es ist ganz finster, dann siehst du das kurz, dann geht's aus, dann siehst du es wieder, dann geht's aus. Mhm. Und jetzt ist es nicht so, dass das nicht da ist, während es nicht leuchtet. Auf der Quantenmechanik ist es ganz anders. Ein Elektron, das nicht beobachtet wird, das ist nicht wie ein Glühwürmchen, das nicht leuchtet, sondern das gibt es nicht. Mhm. Das, jetzt Erklärungen von Physiker, kann da das gern raussuchen. Das ist also wirklich nicht existent. Nicht so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwas, was kurz, was ich nicht sehe, ist es ja trotzdem da, das ist Materialismus. Und hier, die Quantenmechanik sagt, dass wenn was nicht beobachtet wird, ist es nicht. So ist es auf der Quantenebene, erklären die Physiker. Ich sage absoluter Blödsinn, so ist es in einem ganz normalen, realen Alltag. Das ist sogar für den Körper, der du zu sein glaubst, und für dein Gehirn, wenn du das nicht denkst, ist es nicht. Und darüber diskutiere ich nicht mit den Trockennasenaffen, begreift es oder lass es sein. Mit einem Trockennasenaffen ist was ausgedacht, das diskutiere ich eh nicht. Aber der Geistesfunk, der mir jetzt zuhört, der Geist, der mir jetzt zuhört, und da gibt es nichts dran zu rütteln, du hörst jetzt dieses Gespräch an. Und jedes, was du hörst, hörst du jetzt. Und aus jedem Wort magst du dir die Vorstellung. Das musst du installieren, das ist das Allererste. Egal, ob du einen Brief liest, ob da geschriebene Worte auftauchen, ob du Geräusche hörst, du kannst gar nicht anders. Du kannst dich neben dich hinstellen und du wirst feststellen, egal was gesprochen wird, du kriegst permanent eine Interpretation im Hintergrund. Mhm. Denk an meinen, wenn hier bei Vorträgen Udo das Gesicht zieht plötzlich oder schreit Arschloch und Ficken, kriegst du sofort am Tourette-Syndrom. Ja, ja. Es ist dieses Interpretationssystem. Oder zum Beispiel zeichne ein Quadrat mit drei Stricken und das denkst du gar nicht bewusst, in deinem tiefsten Inneren ist das geht nicht. Mhm. Dieses Programm, diese Hartnäckigkeit, das muss dir bewusst sein. Alles klar. Okay, das ist der Sinn des Lebens. Prima. Und der Rest, wie gesagt, da gibt es ja nicht, ich mache keine Versprechungen, mach dir nicht Angst, du Geist bist sowieso ewig. Mhm. Du hast gesagt, der Udo und der Matten sind es nicht, die sind jetzt am Puff, die sind jetzt gleich wieder weg. Gut. Also ich habe mit deinen Problemen kein Problem. Ich glaube, ich tauche eine Weile unter.
Ja, wie es dir ist, wie es dir einfällt. Tschüss. Okay? Tschüss. Ciao.